Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zur Tagesenergie für Samstag, den 26.10.2024. Ich mische von Jerome Marchetti das Gilded Reverie Lennon Kartendeck und ich schaue von einer Frau, die auf einen Herrn schaut, ihr Lieben. Und was ich schon länger nicht gesehen, gesagt habe, es ist eine allgemeine Legung. Mach sie bitte nicht mit Gewalt zu deiner, dann wirst du nur unglücklich. Ja, ich lege eine neue Legung jeden Morgen. Und poste sie um 5 Uhr, kommt sie hoch, wird sie gezeigt, zeigt sie sich in der Öffentlichkeit. Und ich erzähle eine Geschichte. Eine Geschichte, die noch verschlossen ist, die sich aber immer mehr öffnet. Eine Geschichte von zwei Personen, die irgendwann mal einen gemeinsamen Weg hatten und sich dann getrennt haben. Wir haben den Hund. Wir haben den Reiter und wir haben die Lilien. Der Wunschbrunnen, ist das nicht herrlich? Die Karten, wie sie immer wieder kommen. Der Herr und wir haben den Brief. Also ich bin wirklich nicht mehr perfektionistisch, aber so ein bisschen müssen sie noch zusammen. Also sie müssen einfach gut liegen. Wir haben den Ring. Den Neuanfang und deswegen sind die alten Wege, ihr Lieben. Die Karten, die in irgendeiner Art und Weise beschädigt sind, sind bei mir die alten Karten und insofern sind das die alten Wege und das ist die neue Verbindung. Das ist nicht die alte Verbindung. Die neue Verbindung geht hier mit einer neuen Energie einher. Ist schon der Kern, ist die alte Verbindung. Ja, das ist richtig. Ach, hier haben wir den Herrn nochmal, der hier wirklich zurückschaut. Es ist so, am Ende des Tages sitzt er auf seinem Stühlchen und schaut zurück. Was ist denn passiert? Okay. Wir haben mit dem Hund, das ist der ältere Hund. Es gibt einmal den jungen Hund und es gibt der ältere Hund. Und wir sind hier in der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit ist das noch die alte Energie. Der aber damals schon diesen Wunsch hatte, hier mit dir in diese neue Verbindung zu gehen. Und es muss nicht um romantische Liebe gehen. Ich sage es immer ganz oft und trotzdem wird es ganz oft auch missverstanden. Nein, bei mir geht es um Verbindungen jeglicher Art. Also wirklich, bis auf wenn ich wirklich ganz gezielt eine Liebesenergie mache, auch da kann es um die Liebe von Mutter und Tochter gehen. Also bei mir geht es wirklich nicht nur um die romantische Liebe. In jedem Fall ist das hier die neue Verbindung, die man sich hier gewünscht hat, die sich diese alte Energie, die dieser Mensch noch hatte, der hat sich damals schon einen neuen Weg mit dir gewünscht. Vielleicht in ein neues Projekt. Vielleicht kauft ihr beide. Es gibt ja so Doppelhaushälften, die wirklich einen Eingang haben und dann aber getrennt gehen. Und dass man die eben jetzt selbst gestalten kann, so wie man will. Genauso habe ich das hier. Es wird einen Eingang geben, aber dann geht jeder seine Wege. In jedem Fall kommt hier ganz viel in Bewegung aus dieser alten Energie. Und er sitzt hier auf seinem Stühlchen im Kern des Herzens, im Kern dieser Legung und weiß ganz genau, im Unterbewusstsein ist das Buch schon geöffnet. Seht ihr das? Hier ist es noch, das ist weite Vergangenheit, ihr Lieben. Hier ist es geschlossen. Und es wird hier im Jetzt geöffnet mit dem Kind im Neuanfang. Und dann wird hier ein Vertrag geschlossen, ein Vertrag im Herzen, ein Herzensvertrag sozusagen, der hier oder beziehungsweise die Lilien stehen für die Harmonie und die Wurzeln der Harmonie wurzeln in diesem Vertrag. Aber das ist ein Vertrag, der aus den alten Wegen kommt. Ich hoffe sehr, dass ihr mir folgen könnt. Aber tatsächlich ist das sind das die alten Wege, die hier schon gegangen wurden, hier in der alten Vergangenheit, in der weiten Vergangenheit. Diesen Wunsch hatte man schon viel länger. Wow, ich habe Gänsehaut, ihr Lieben. Und hier geht es wirklich mit dieser Energie, mit dieser reifen Energie
in neue Wege. Und wir haben hier den Regenbogen und wir haben auch hier den Regenbogen, der aus dem Buch kommt. Und ihr Lieben, das ist das Jetzt. Jetzt werden sich hier Himmelstore öffnen, habe ich das Gefühl, weil dieser Reiter jetzt endlich seinen Weg machen kann. Er ist auf dem Regenbogen unterwegs und dieses Himmelstor war ganz lange Zeit geschlossen. Er konnte gar nicht in Bewegung kommen, weil er muss über den Regenbogen und das geht nur, wenn das Himmelstor geöffnet ist. Und das öffnet sich jetzt hier. Und dann ist der Reiter unterwegs, unterwegs in diese Energie, in die Energie der Ehe. Es ist die Ehestandskarte, es ist die Familienkarte. Es ist aber auch, wisst ihr, ich habe ganz oft das Gefühl, dass es so manche Verbindung ist mehr Familie wie die eigentliche Blutlinie, wie die eigentliche Familie ist. Und hier geht es auf dem Regenbogen. Es ist der Regenbogen des Glücks, soll ich euch sagen, in diese Energie der Familie, in diese Zugehörigkeit, in diese unfassbar feste, das Gefühl der Zugehörigkeit, dass man genau weiß, dieser Mensch gehört zu mir und dieser Mensch bleibt bei mir. Kein Mensch weiß, was in 10 oder 20 Jahren ist. Aber tatsächlich dieses Gefühl jetzt zu haben, das ist unfassbar schön. Und da schaut er drauf. Und diese Wurzeln dieses Gefühls, die Wurzeln in der Vergangenheit, in den Wegen, die ihr gemeinsam schon gemacht habt, die ihr jetzt festschreibt. Ihr schließt einen neuen Vertrag. Das alte Karma ist jetzt Vergangenheit, ist, ja, ist Geschichte. Das wollte ich sagen. Und hier wird ein neues Karma festgeschrieben. Und zwar Liebe für immer, Leidenschaft für immer, egal in welcher Konstellation. Ich habe hier von Patrick Scheller das Mondnacht-Lennemann-Kartendeck und von Epic das Epic Light-Lennemann-Kartendeck von Kerstin Bergmann. Und diese Karten wollten jetzt gar nicht rein. Boah, 2, 4, 6, 8, das ist eine eigene Lobung, ihr Lieben. Das schauen wir uns gleich an. Wir haben die reife Frau, die Pyramide und die junge Frau. Ist das nicht der Hammer? Wir haben hier oben den reifen Hund. Das ist das Pärchen. Dass hier die Wünsche, das ist die Blockade, die Wünsche nicht leben konnte, damals schon in diese junge, neue Energie zu gehen, in diese junge, neue Verbindung. Das ist ganz großartig hier. Wir haben den Herrn auf dem Reiter, wir haben, schaut euch das an. Das hier ist das Pärchen, was sich noch nicht sieht. Aber die schon zusammen sind, die schon sich spüren. Und dieses geöffnete Buch, das steht fest. Du kannst es schon riechen, du kannst es in der Kristallkugel sehen. Du kannst es aber auch sehen, weil du es vielleicht einfach nur spürst oder in deinen Träumen siehst. In jedem Fall ist er hier auf seinem Regenbogen, auf diesem Pferd, in Richtung Familie, in Richtung Harmonie unterwegs. Wir haben die Trennung, die Seelenpartner und hier haben wir das Portal. Und das ist das Portal, was diese alten Wege jetzt nochmal zeigt, damit er mit seinem Pferd in die Harmonie gehen kann. Und hier haben wir jetzt den Herrn, der einsam auf seinem Stuhl sitzt und die zweite Seele dieses Pärchens hier ist aber schon in der Nähe. Hier sind sie untereinander, hier sind sie, drehen sie sich den Rücken. Hier drehen sie sich auch den Rücken. Beziehungsweise sie sehen sich nicht an. Eine ganz starke Energie. Hier werden die Portale, es sind wirklich Portale, das sind keine Türen mehr, die sich hier öffnen. Und ich spüre da auch, dass ihr immer mehr in diese Energie kommt, der Harmonie, die jetzt echt leben zu dürfen, echt, dass ihr die leben wollt aus dieser Trennung heraus. Er hat auch keinen Bock mehr auf die Trennung. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dies neue Gefühle sind, die hier hochkommen. Beziehungsweise vielleicht bei einer Partei, bei einem von euch beiden ist sie schon ganz lange da, aber der andere hat es gar nicht gewusst.
Und es kommt hier immer mehr in Bewegung. Ich sehe, wie dieser Hund hier wie so ein Hopper ist auf diesen Stuhl. Er hoppt, er hüpft auf diesen Stuhl. Diese Wunscherfüllung durfte in der Vergangenheit nicht gelebt werden. Diese Blockade, die Pyramiden sind für mich wie die Berge gerade hier. Eine Blockade. Und da schaut er drauf. Er weiß genau, das ist eine verbotene Liebe. Und schon wieder habe ich Onkel und Nichte im Sinn. Habe ich ganz oft, ihr Lieben. Das ist wirklich in einer Familie hier, aber die sind irgendwie angeheiratet oder so, keine Ahnung, aber das sieht man ja nach außen nicht. Und das ist auch wieder was, es ist nach außen, wird es schon für Verwirrung stiften. Also es wird irgendwie so unglaubwürdig sein, dass ihr zusammen jetzt ein Projekt startet, ihr, die doch eigentlich meilenweit voneinander entfernt seid, im Geistigen, im Herzlichen, in der Spiritualität oder in dem Thema, wo ihr das Projekt startet, ihr beide wirklich, es ist festgeschrieben, dieser Regenbogen kommt aus dem Buch, aus dem geschlossenen Buch und jetzt hat er sich bewegt, ich weiß. Ich habe ihn bewegt. Aber dieses Buch öffnet sich jetzt. Es öffnet sich und da zeigt sich der Neuanfang. Und es geht spielerisch vonstatten, ihr Lieben. Und hier sitzen dann am Ende, wenn das eben wirklich festgeschrieben ist. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Brief hier einfach die Entscheidung von oben ist. Am Ende des Herzens kommt ihr zusammen. Und das steht schon geschrieben. Und zwar schon lange. Das hier ist eine alte Feder und dieser Briefumschlag ist mit einem Siegel versiegelt. Das ist schon lange geschrieben, dass ihr zusammenkommt. Und dann kommt ihr auch zusammen. So verschieden, vielleicht geht es darum, dass ihr so verschieden seid. Dass der eine enorm groß und der andere klein ist. Oder Altersunterschied habe ich ja auch immer wieder. Oder eben, es ist irgendeine verbotene Liebe, wie zum Beispiel Nichte und Onkel, oder es ist der Freund von der Freundin oder sowas. Die Portale öffnen sich, ihr Lieben. Das ist hier außer Zweifel. So, jetzt schiebe ich die Karten zusammen, weil wir ja noch in die anderen hier schauen wollten. Zwei, vier, sechs, acht. Okay. Das Chamäleon und der Anker. Hier geht es darum, das eine ist deine Reihe und das andere ist die Reihe deines Gegenübers. In meiner Energie, in meinem Gefühl ist die weibliche Energie links. Nein, das steht in allen Büchern der Spiritualität. Die weibliche Energie ist immer die linke Seite, die männliche ist immer die rechte Seite. Und so werde ich jetzt die Karten auch auslegen. Das heißt, in deiner Energie findet dieser Wandel statt, weil er angekommen ist. Er hat den Anker an Land gesetzt. Das ist deine Reise und sein tiefer Wunsch, in die Familie zu gehen, in diese Zugehörigkeit zu gehen. Es ist eine Reise in die Krönung oder der Krönung. Die Umwege sind vorbei und hier haben wir den Bären und wir haben die Wege. Gehen wir mal erst auf deine Linie ein. Wir haben dich hier, du verwandelst dich, weil sich das alles jetzt immer deutlicher zeigt. Das Buch hat sich geöffnet und du erkennst jetzt deine Reise. Du weißt ganz genau, dass es deine Krönung ist und dass sie dich stärkt. Gehen wir mal auf seine Seite ein. Er hat seinen Anker gelassen. Das Schiff. Okay, ich soll sogar sagen, er hat den Anker vom Boot, vom Schiff getrennt. Das Schiff ist jetzt unterwegs, unterwegs mit eurer weiteren Geschichte. Es ist kein Stillstand mehr. Hier ist nur der Anker an Land. Hier ist kein Schiff zu sehen. Das Schiff zieht weiter. Und zwar in die Energie dieser tiefen emotionalen Zugehörigkeit.
die schon so lange unterwegs ist. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, diese Schlange, die steckt ihren Kopf nach oben und will mal schauen, wo es denn hingeht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das hier von außen ist, dass das Gift von außen ist. Und das sollte euch egal sein, auch wenn es in seiner Linie ist. Vielleicht ist er noch mit einem anderen Partner geschäftlich verbunden und sagt jetzt, ich habe jetzt jemand anderes gefunden, ich gehe jetzt. Ich trenne die Verbindung zu dir und ich gehe jetzt mit jemand anderem weiter. Das kann natürlich aber auch hier der Partner oder die Partnerin sein, die er noch hat, von der er sich jetzt trennt, weil es sind hier auf der Karte zwei Wege. Und sie gehen getrennte Wege. Und schaut euch mal an, hier ist wieder der Regenbogen. Und er geht einen Weg und die Schlange geht den anderen Weg. Das ist das, was ich hier ganz deutlich fühle. Es kann auch sein, dass das dein Arbeitgeber, der dich nicht gehen lassen will. Der sagt jetzt, du bist so fest, so lange bei mir und so verankert, du bist eine feste Größe bei mir, du darfst doch nicht gehen. Und dann kommt hier Gift und Neid. In jedem Fall fühle ich hier, dass es zwei Wege gibt. Er hat seinen Anker vom Schiff gelöst. Das Schiff ist jetzt unterwegs, ihr Lieben. Ich danke euch von Herzen, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Habt einen ganz zauberhaften Tag, ein ganz zauberhaftes Wochenende. Macht's gut. Ciao.